Hallo, willkommen zurück. Wir sind hier am Strand mit ganz vielen kleinen Krabbis. Oh, süß. Und wir müssen jetzt dem Wind folgen. Oh, das sieht so geil aus. Sieht richtig geil aus. Wie das Gras aussieht, ich bin geflasht. Gar nicht so easy, den Wind zu sehen. Ah, hier sind meine Pferde. Beziehungsweise mein Pferd. Hi, Juna. どうだった？志村殿を見つけ、お助けしようとしたが、あえなく母に。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。 自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。でも、死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再び、ハーンに挑んだとしても、返り討ちに遭うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。 そして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。Oh shit. Oh, wie knapp. Ach du Kacke. あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。ファイブ。ああ。ハロー。 すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。 あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。うん、城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ、後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。 Sehr nice. Ghost of Tsushima.
geil. Akt 1. Rette Fürst Shimura. Boah, wie das aussieht. Einfach richtig fett. Erkundung Tsushimas, Karte und Aufzeichnung verfügbar. Was ist das für eine Taste? Ah. Insel Tsushima. Erkunde Tsushima, um neue Orte zu entdecken. Dies ist eine Geschichte. Schließe Geschichten ab, um deine Legende zu erweitern und neue Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten. Wenn deine Legende wächst, erlernst du neue mächtige Techniken. Wähle dein nächstes Ziel und lass dich vom Wind leiten. Der Kriegerkodex. Yuna sucht nach ihrem Bruder, einem Schmied namens Taka, der von den Mongolen gefangen genommen... Wie kann ich weiterlesen? Wurde wahrscheinlich. Ja, cool. Folge dem leitenden Wind, um dein verfolgtes Ziel zu erreichen. Wische auf dem Touchpad nach oben. Okay, cool, da kann man auch mal das Touchpad benutzen. Ich würde natürlich auch gerne... Oh, wie geil. Kann ich es jetzt nochmal genauer lesen? Ah, hier. Sie geht in der Nähe des Fischerdorfes Kishi einer Spur nach. Ich sollte sie aufsuchen, bevor sie in Schwierigkeiten gerät. Ausrüstung. Du kannst Talisman ausrüsten, um deine Fähigkeit zu verstärken. Da haben wir wahrscheinlich noch nichts. Obwohl, Gegner zu töten stellt eine niedrige Menge Gesundheit wieder her. Gunst Hashimans. Ist das irgendwie so ein Digital Deluxe Ding? Ich habe keine Ahnung. Ich mach's einfach mal rein. Yo. Ich finde selbst diese kaputte Samurai-Rüstung sieht richtig cool aus. Ja. Weißes Stirnband. Der Wille eines Kriegers ist zeitlos und gegen den Tod gefeit? Was heißt gefeit? Ja, aber lassen wir das erstmal. Yo, natürlich eine Rüstung. Held von Tsushima Rüstung. Nur die größten Verteidiger von Tsushima sind dieser Rüstung würdig. Ja. Ja, ist cool, aber ich glaube, das würde jetzt die Stimmung kaputt machen. Sattel habe ich nicht. Oh, wir haben auch eine Flöte. Warme Umarmung der Sonne. Ein Lied, das das Wetter ändern kann. Aha. Okay. Ja, direkt vor mir ist noch ein unentdeckter Ort. Okay. So kann ich das Katana auch einen ausstecken. Steige ich ab. Okay, wir stellen uns mal den. Du ergilz. Suche ein Samurai. Komm her! Ah nein, ich bin wieder in God of War drin. Okay. Nice, flawless. Genauso muss es sein. Wie cool. Oh, der hat sogar was dabei. Vorräte. Ich habe
keine Ahnung, was man damit tut. Aber das ist echt nice, dass man jetzt so mit dem Wischen vom Touchpad. Kann ich das hier irgendwie zeigen? Dass er da so die Sachen wegsteckt und rausholt. Das war cool. Oh. Okay. Vielleicht gar nicht mal so eine gute Idee. Dass ich hier einfach so reingehe. Gesammelte Gegenstände und Ressourcen werden im Sammlungsmenü gelagert. Okay. Gesammelte Ressourcen werden in deiner Tasche gelagert. Oh, okay. Holz. Gold. Ich habe nur Vorräte. Ressourcen, die bei Fallenstellern, Schwertschmieden, Rüstungsschmieden oder Bogenmachern gegen zusätzliche Ressourcen und Verbesserungen eingetauscht werden kann. Okay. Cool. Okay. Kann ich hochklettern? Nee. Oh, ich will so gerne klettern. Ich könnte hier hoch. Okay, da nicht. Bitte, Jin. Einfach die Leiter hoch. Okay, hier sind zwei. Kann ich mich anschleichen oder hören die das, wenn ich hier runtergehe? Okay. Nee. Oh, fuck. Da sind mehrere. Okay. Sogar einer auf dem Pferd. Das ist nicht sehr gut. Der hat sogar eine Rüstung. Shit. Okay, ich glaube, der wird hart. Ja. Greifen. Au. Aber echt nur zweimal an. Okay. Anführer getötet. Töte oder beobachte weitere Anführer, um Wasserkampfhaltung freizuschalten. Cool. Cool. Ich habe auch die falsche Taste gedrückt. Zum Heilen, tatsächlich. Ja, cool. Hätte ich nicht gedacht. Wow. Alter, sneaky, sneaky. Hätte ich gedacht, dass ich das jetzt so reibungslos hinkriege. Voll cool. Yuna. Oh, Yuna. Kyo no yaro. Boah, ich bin ja richtig dreckig. Holy shit, wie geil. Cool, diese Matschtextur ist. Nur weil ich da so durchge... Dingens bin. Durchgekrabbelt. Kann man hier irgendwie rein? Ah ja. Muss es doch bestimmt irgendwie Loot geben, oder? Hm. Gibt's hier gar kein Loot? Ah, da könnte man so reingehen. Entweder gibt es hier kein Loot oder ich bin einfach nur blind. Aber auch, dass der fette Typ hier irgendwie nichts dabei hat, ist ein bisschen schade.
Hier ist noch eine Leiter. Artefakt der Mongolen. 1 von 50 gesammelt. Okay. Karte aufgedeckt. Sammeln Artefakte, um mehr über die Mongolen zu erfahren. Artefakte der Mongolen. Die mongolische Kultur entwickelte sich in den Steppen Zentral- und Nordasiens, aber als ihr Reich sich ausdehnte, übernahm sie die Ideen und Produkte vieler Nationen. Ein Krieger, der die Invasoren zurückschlagen hofft, tut klug daran, sich mit deren Kultur auseinanderzusetzen. Eine Vielzahl mongolischer Artefakte können in ihren Festungen, Lagern und Behausungen auf der ganzen Insel gefunden werden. Ja, cool. Okay. Nice, nice. Ja, das war jetzt alles, ne? Wenn ich hier runterspringe, sterbe ich dann. Nee. Oh, okay. Was hier? Kann ich auch nichts machen. Okay. Ich glaube, ich habe mich lang genug jetzt hier aufgehalten. Wir gehen mal zu Yuna. Lassen uns vom Wind leiten. Oder von Yunas Geschrei. Ich könnte auch reiten. Oha. Yo. Okay. Hi, Yuna. ひとりで倒したのか。来るなら早く来て、危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。 Der Kriegerkodex. Oh, geiles Wasser. Okay. もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？ 実は考えてる暇はなかった。Erreiche einen Ausguck beim Gefangenenlager. Ist es hier? Ich auf die Karte gucke. Ah, nee, das ist da hinten. Aber hier gibt's noch so viel, was man erforschen kann. Was ist denn hier? Ist das einfach nur ein kaputtes Lager? もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せとおじ上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだかいきづらそうだ。それがものの札。 Ja, ich weiß nicht, also bisher sieht alles richtig, richtig cool aus.
Aber ich muss sagen, wenn man irgendwo reingeht, ist es erstaunlich leer an Loot. Vielleicht auch, weil alles schon geplündert wurde von den Mongolen, keine Ahnung. Aber es ist halt echt schade, dass so fette Häuser überall stehen und nichts drin ist. Aber naja. Ach, hier ist was. Leder. Cool. Und Vorräte. Ist in dem Haus vielleicht auch noch was oben drin? Okay. Anscheinend immer vorzugsweise oben. Gut zu wissen. Ah ne, hier liegt auch was. Verbranntes Haus. Das bringt mir wahrscheinlich gar nichts, hier hochzugehen, oder? Ich kann mir einen Ausblick verschaffen. Cool. Da sind eigentlich auch noch mehr Häuser. Wo man reingehen könnte. Einsammeln auf R2 nur echt weird von der Tastenbelegung her. Vorräte. Was bist du? Leder. Nee, Leinen. Okay. Ganz viel Fisch. Was sagt denn die Karte? Wir könnten auch noch mal hier gehen. Für einen unentdeckten Ort. Aber nee, ich bin gerade in der Mission drin. Okay, ich kann das gar nicht machen. Schade. Oder in einer Geschichte, wie es hier heißt, glaube ich. Hieß es? Das Reiten ist echt irgendwie sehr, sehr geil. Bambus, cool. Jetzt hier hoch. Keine Ahnung, ob ich hier hoch muss. Ich mach's aber einfach mal. Ich glaube, das ist schon richtig. Oh, was ist hier denn passiert? Hat jemand abgeschossen? Erstmal drauflatschen. Oh Mann. Blumen. Oh, und Kletter. Nee. Das sind einfach nur Blumen, okay. Wird jemand ausgeraubt? Ich
glaube... jetzt gelaufen. Ah, hier. Da nach oben. Okay. Nice. ああ。ああ、だ、そうす。高を助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。オッケー。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。オッケー。ああ、だ。守りは固そうだ。 正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ、中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば、捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不問でもあるのかい。この島は、 かつて賊が野さばっていた。しかし武士が乱を鎮め、正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。 今は目をつぶって、家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。 Okay. Schwere Entscheidungen werden bevorstehen auf jeden Fall. タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。プレフェクトゥー ヒヨシ。 Okay. Oh, das sind sogar Glühwürmchen. Geh durch. Geh durch. Okay. In den Rücken fallen. Wie mache ich das? Attentat. どう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。抜かるでないぞ。わかりました。
Jetzt kommen wieder die Flashbacks. Ich will Berli aber nicht umbringen. この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。 Voll geil. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Wieder davon, wie es aussieht. Yo, das Licht. Und die Farben. Das ist so voll der Kontrast zu der Nacht, wo wir eben waren. ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。 分かってます。とどめは私にさせてください。お前が感情を寄せるのであれば、その時は考えてやろう。で、wird uns safe anfallen。いました。夜な、生きておるやもしれん。 Okay. この焼き図では死なぬはず。 見てください。この傷の跡は矢ではありません。 Hier ist noch irgendwas krasseres. 四角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ。 敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。 ジン、どうした？鷹を探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして、頭の中まで野党になるんだ。Oh. Fokussiertes Hören. Drücke Touchpad, um fokussiertes Hören einzusetzen. Dies enthüllt die Position naher Gegner und verlangsamt deine Bewegung. Wiu! Okay. Den könnte ich eigentlich direkt meucheln. Kriegt man das mit? Boah, Alter. Das ist wieder die Batman Detective Mode X-Ray Vision 5000. Oh, Vorräte. Das ist auf jeden Fall jetzt unser
Evil Edgy Arc, in dem wir zum bösen Ghost of Tsushima werden. Ich werde nicht frontal gegen die kämpfen. Ich mag nämlich sneaken. Sneaken ist cool. Einen Bogen hätte ich halt auch gerne. Oh, eine Kiste. Vorräte. Nice. Da ist einer. Wirklich nur einer? Sind aber noch mehr. Einfach alle weggesäbelt, oh Mann. Ist da auch wirklich nur noch einer, okay? Ist der Attacker drin? Alter, die Köpfe. Jetzt tut's mir nicht mehr leid. Können wir dich trotzdem befreien? Oh, shit. Waren die nur hierfür da? Um diesen Kopfspieß zu machen. Alter, okay. Ja, sehr heftig. Wahrscheinlich dann weiter hier oben. Jemand. Das sieht aus wie ein Gefängnis, wo noch jemand drin lebt. Kann man hier rein? Nice. Aufzeichnung. Ich hätte halten müssen. Hier unten. Aufzeichnungen, persönliche Berichte, Gedichte und Nachrichten geschrieben von den Leuten von Tsushima. Sie dokumentieren das Leben während der Invasion durch die Mongolen. Sie sind überall auf der Insel verstreut, in Städten, Siedlungen, Schreien, Mongolenlagern und an vielen anderen Orten. Okay. Nice. Arul. Arul ist ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung für nomadische Mongolen. Es besteht aus in Milch gekochtem Quark. Die daraus entstehende Mischung wird mit Zucker und Früchten kombiniert und anschließend getrocknet und in verschiedene Formen geschnitten. Ah, hier sind die Artefakte. Dolch. Die Mongolen eignen sich oft Waffen und Werkzeuge der Perser und Chinesen an und entwickeln sie noch weiter. Mongolische Reiter tragen eine Vielzahl von Waffen. Oft befestigen sie einen Dolch an ihrem linken Arm, um ihn bei Bedarf im Nahkampf schnell einsetzen zu können. Cool. Ah, hier können wir auch noch untersuchen. Gespräche mit dem Khan 1. Was erhofft sich ein einfacher Mönch wie ich davon, wenn er seine Gespräche mit Khotun Khan aufzeichnet? Mein Ziel ist es, seine Worte und Taten zu dokumentieren, um dem natürlichen Misstrauen der Menschen auf Tsushima entgegenzuwirken und so mehr gegenseitiges Verständnis zu schaffen, damit weiteres Blutvergießen vermieden werden kann. Der Khan war diesen Gesprächen gegenüber bisher sehr aufgeschlossen und in vielen Dingen überraschend aufrichtig, obwohl ich nur ein einfacher Übersetzer bin und noch dazu Japaner.
Sein Ehrgeiz ist so grenzlos wie der eines jeden Shogun und er hat ein umfassendes Verständnis von Geschichte und seinem Platz darin. Gleichzeitig ist er bestrebt, mehr über unsere Kultur und Geschichte zu erfahren. Ein faszinierender Mann. Okay. Gib mir Loot. 25 Vorräte, cool. Man sieht ja auch so die Collectibles, oder? Ja. Aber retten wir jetzt den Ataka? Doi! Who are you? ここまで進むぞ。そこなら安全だ。スタカ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。 Ja, cool. Einfach mal unseren Samurai-Kodex gebrochen, auf alles geschissen, was wir gelernt haben von unserem Onkel. Aber es sind jetzt auch andere Zeiten. タカという刀鍛冶。お前はない。だが、多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ？アザモウラがどうとかって。そういえば、鍛冶屋の男を見た。若くて、ヒゲの生えた。槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。 タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それからおじ上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。 もうこのことならば案ずるな。おじ上が止めてくだされ。とどまり、故郷のため戦え。故郷は、私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。 教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。Burg Kaneda. Shimura. お主にローは似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。 己の戯言とは聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン。我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。おいもじき見つかろう。堺は 一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのは辛かろう。己の下辺にはさせんぞ。
Der Kriegerkodex. Kein Weg mehr zurück. Technikpunkt verdient. Cool. Du hast einen Technikpunkt verdient, sowie einen zusätzlichen Held von Tsushima Technikpunkt. Okay. Setzen Sie ein, um mächtige neue Techniken zu erlernen, die dir im Kampf gegen die Mongolen helfen werden. Okay, das ist jetzt blöd, dass meine Kamera... Hallo! Direkt hier über den Videos ist. Egal, dann blende ich die einfach immer aus. Parieren mit letztmöglichem Moment, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Ohohoho. Kurz bevor Schaden genommen wird. Okay. Sehr, sehr gerne. Ausweichen. Rolle dich über den Boden, um Angriffen zu entgehen. Doppelkreis. Wie viele Punkte habe ich denn? Wo sehe ich denn das? Ah, da oben. Sehe ich auch... Ah, einen kostet es. Perfekte Paraden stellen eine kleine Menge Gesundheit her. Oh, das ist geil. Pariere einen unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Kann ich es nochmal ansehen? Wie das aussieht? Es ist so ein lila Ding. Okay. Oh, ich glaube, das Kampfsystem ist richtig, richtig geil. Oh, parieren oder ausweichen? Ich finde ausweichen halt auch immer sehr, sehr cool. Wir können ja beides machen. Ich habe nur noch 2 Punkte. Ich nehme einmal die Ausweichrolle. Oh, das mit der Gesundheit ist schon geil, aber ich glaube, ich mache eher das hier. Mit blau schimmernden Linien, okay. Ja, cool. Ja, nice. Dann war es das, glaube ich, erstmal mit der zweiten Folge Ghost of Tsushima. Wir gucken Jinzu, wie er noch geistesverloren in die Gegend guckt. Oh mein Gott, er sieht so tot aus. Bö. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es bisher ultra geil. Kann ich aufstehen? Ja. Ah, cool, ich habe Aufzeichnungen aktualisiert. Das können wir uns später angucken. Der gebrochene Schmied. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.